Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute wollen wir uns einen kommenden Titel aus dem Hause Ubisoft anschauen. Und zwar keinen geringeren als Tom Clancy's The Division. Um das Ganze schon anspielen und aufnehmen zu können, bin ich mit Ubisoft nach Schweden gereist, um genau zu sein, nach Malmö, und dort haben wir eben die Xbox One Version spielen und testen können. Insgesamt haben wir ungefähr 4 Stunden gespielt und ich habe auch diese 4 Stunden aufgenommen. Davon werde ich euch in etwa eine Stunde Gameplay-Material zeigen, das ich selber gecaptured habe. Zum Start haben wir ein neues Spiel begonnen mit einem Charakter, der halt noch keine Fähigkeiten hatte, und da es noch kein Tutorial gibt, werden wir einen ganz kurzen Blick in die Beta-Gameplay-Tipps werfen, die ihr in Zukunft auch bei der startenden Beta am 28. Januar für die Xbox One oder PC und PlayStation 4 ab dem 29. Januar sehen werdet. Da kann man schon grundsätzlich sehen, es ist ein Third-Person-Shooter, der mit einem starken Deckungssystem daherkommt, was dann vielleicht an Vorgänger-Tom Clancy-Titel wie Ghost Recon erinnert. Mich persönlich hat dann wirklich auch sehr, sehr viel an Ghost Recon erinnert, seien es jetzt die Symbole, wie sich das Ganze steuert und spielt, also Leute, die damit früher gut klarkommen, werden sich hier auch ordentlich zurechtfinden. Der große Unterschied ist aber, dass bei Division ein starker Rollenspielcharakter hinzugefügt wird und das Ganze halt gar nicht so einen reinen Shooter-Charakter hat, wie es jetzt beispielsweise gerade der hauseigene Konkurrent Rainbow Six Siege hat. Es stehen euch also Skills und Talente zur Verfügung, die ihr wirklich nach und nach freispielen müsst, und interessanterweise muss man dafür dann auch in-game die entsprechende Mission spielen, also zum Beispiel eine Medic-Mission, um später weitere Medical-Fähigkeiten freigeschalten zu bekommen. Das ganze System ist wirklich sehr umfangreich, fügt sich aber erstmal relativ logisch ineinander ein, also dass man da keine großen Startschwierigkeiten hat, um dieses ganze Grundmenü überhaupt verstehen zu können. Im Großen und Ganzen ist das Spiel darauf ausgelegt, dass ihr das eigentlich in einem Vierer-Team spielt. Also ist es ein Vierer-Koop-Spiel mit Singleplayer-Elementen, mit einer Kampagne, die aber rund 20-30 Stunden schon erstmal vom gesamten Spiel einnehmen wird. Diese Kampagne könnt ihr auch komplett alleine spielen. Das Spiel fühlt sich aber eigentlich erst sinnvoll an, wenn ihr das Ganze in einem Team bewältigt. Zusätzlich zu diesen PvE-Elementen gibt es halt auch PvP-Elemente, die immer wieder im Wechsel stehen und die wirklich nahtlos ineinander übergehen, die also in einer Welt stattfinden. Die sogenannte Dark Zone, die hier rot auf der Karte im Hintergrund markiert ist, ist quasi der Bereich, wo ihr im Multiplayer tätig seid und dann gegen andere Spieler kämpft. Die Gebiete außerhalb dieser roten Zone werdet ihr halt quasi ein ganz klein bisschen safer begehen können, da geht es ein ganz klein bisschen sicherer zu, aber auch die KI-Gegner können wirklich richtig viel Schaden zufügen. Also daher mein Tipp an allererster Stelle: Division im Viererteam spielen. Be careful out there and good luck. Rollenspieltypisch erstellen wir uns zunächst einen Charakter, bei dem wir aus einer Vielfalt von Optionen auswählen können. Da gibt es natürlich ganz klar die Unterscheidung von männlich und weiblich, aber ihr könnt unterschiedliche Gesichtstypen wählen, unterschiedliche Haare, ihr könnt Tattoos, Narben, Piercings machen und so weiter und so fort. Wo sich das Spiel allerdings unterscheidet: ihr werdet zunächst keine Klasse aussuchen, und das hat man ganz einfach damit begründet, dass sie es als Einschränkung empfinden, wenn man zum Beispiel als Medic in ein Spiel startet und dann vielleicht erst im Lauf des Spieles merkt, Mensch, das ist gar nichts für mich. Also könnt ihr bei Division quasi von vornherein eure eigene Klasse erspielen und erstellen. Das ist jetzt der Charakter, den ich zusammengestellt habe im Editor. Das Ganze hat mich ein paar Minuten gedauert oder ein paar Minuten beschäftigt, und ich habe das Ganze mal ein ganz klein wenig verkürzt, damit ihr nicht zu viel Zeit damit verbringen müsst, wie ich in den Menüs rumswitche. Das ist also wirklich meine erste Gameplay-Minute und ich bin hier halt alleine in New York im Stadtteil Manhattan gelandet. Das New York soll im Übrigen wirklich 1:1 nachgebaut sein, also jede Straße, die es dort gibt, gibt es also auch fast 1:1 im Spiel. Alle Gebäude wurden nachempfunden, muss sehr, sehr realistisch sein. Falls ihr in New York wohnen solltet, könnt ihr gerne mal eine Meinung dazu abgeben. Es gibt dieses winterliche Setting, was wirklich mit einem grandiosen Wettersystem daherkommt. Das bedeutet, es schneit immer mal wieder und es gibt Schneestürme, wir haben so seichtes Sonnenwetter und so, das ist wirklich toll gemacht, es gibt einen Tag- und Nachtwechsel, also da ist wirklich eine Menge drin, und das bietet einmal von der Atmosphäre
eine sehr authentische Atmosphäre, die einen wirklich mitnimmt. Und man muss vielleicht vorweg sagen, es ist die Xbox One-Version. Wir werden vermutlich bei der PlayStation 4 und vermutlich auch bei der PC-Version einfach eine etwas stärkere Grafik sehen, mit einem etwas schärferen Look, mit etwas besseren Texturen. Aber insgesamt funktioniert das Ganze schon richtig, richtig gut, denn die Atmosphäre überzeugt einen wirklich innerhalb der ersten Minuten. Damit sich das nicht ganz so einsam anfühlt, werde ich mit zwei weiteren Leuten spielen. Das ist zum einen der Chris von Pete's Meat und zum anderen hatten wir quasi einen weiblichen Operator aus dem Hause Ubisoft dabei, die uns das ganze Spiel so ein bisschen erklärt hat. Es gibt dann ein Group-Management-System, wo ihr einfach mit diesen drei weiteren Freunden euch zusammen einfinden könnt. Und das ganz Praktische daran ist, dass es zum Beispiel später ein Schnellreisesystem gibt, wenn euch halt mal jemand abhanden kommt oder wenn ihr zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie einsteigt, falls ihr sterbt in der Dark Zone oder so, dann könnt ihr euch immer wieder hier zu euren Teamkameraden hinbeamen lassen. Als deutsche YouTuber vor Ort war noch der Hardy mit dabei und Frodo, den ihr vielleicht von Le Floyd kennt. Und wenn ihr da Bock drauf habt, ich habe auch ein bisschen in der Location aufgenommen, die sehr, sehr stimmig war, dann kann ich da auch mal so eine Art Vlog zuschneiden, euch ein bisschen zeigen, wie es da vor Ort aussah. Falls ihr da Bock drauf habt, gerne Kommentar unten unter das Video knallen. So, Two Queen ist unser Team und Ryan ist quasi unser weiblicher Operator aus dem Hause Ubisoft, die vorläuft und ich musste dann erstmal stehen bleiben, um mir so ein ganz klein bisschen so einen Eindruck vom Spiel zu verschaffen. Und wir sind jetzt quasi rausgegangen in die freie Welt. Wie gesagt, momentan ist es der Stadtteil Manhattan, den wir bespielen können. Da bin ich mir aber ganz, ganz sicher, Ubisoft hat schon zugesagt, dass es in Zukunft also mindestens ein Jahr lang mit weiterem Content das Spiel versorgen wird. Also es wird auch kostenlose DLCs geben. Was das genau sein wird, da hält man sich noch ein bisschen bedeckt. Aber die Welt fühlte sich im ersten Moment schon richtig groß an und da werden nach und nach auch weitere Stadtteile freigeschaltet. Wir haben jetzt zunächst erstmal begonnen, dieses Deckungssystem quasi zu verstehen. Aber wenn ihr halt mal irgendwie sowas wie Gears of War gespielt habt oder auch ganz gerne mal Ghost Recon, was ich ja bereits erwähnt habe, dann kommt ihr damit auf jeden Fall spitzenmäßig klar. Und es gibt halt auch dieses Deckungsfeature, dass ihr immer die nächste Deckung auch auswählen könnt und jetzt beispielsweise mit A-Button dort direkt hinrennt und euch wieder in Deckung werft. Also das funktioniert richtig gut und lässt sich auch wirklich sehr, sehr flüssig und sehr, sehr locker auch mit einem Gamepad spielen. Ich persönlich fand es immer ein ganz klein bisschen schwierig zu definieren, was Division überhaupt für ein Spiel ist. Und man muss sich das wirklich als Open-World-Spiel vorstellen, indem ihr mit einem Koop-Team reist und innerhalb dieses Open-World-Spiels gibt es ganz einfach Zonen, die ihr nahtlos betreten könnt, auf Wunsch natürlich, bei denen ihr dann quasi im Multiplayer gelandet seid und gegen andere Spieler kämpfen werdet. Der Vorteil des Multiplayer-Parts, das ist diese sogenannte Dark Zone, ist ganz einfach, dass dort die besten Gegenstände, der beste Loot zu finden ist. Die besten Gewehre, die besten Waffen, die besten Gadgets, die besten Ausrüstungen und Mods für eure Waffen, die besten Kleidungen, die besten Schutzwesten und so weiter und so fort. Also man kann das Ganze wirklich auch komplett ohne die Dark Zone spielen. Man kann das Ganze komplett ohne diesen Multiplayer-Part spielen. Allerdings findet man wirklich die stärksten Waffen dort und vermutlich wird, wenn ihr diese ersten 20-30 Stunden auch komplett bewältigt habt, also quasi komplett New York eventuell von feindlichen Gangs gesäubert habt, also so viele Infos habe ich momentan zur Singleplayer-Kampagne und zur Hintergrundstory noch nicht, aber wenn ihr dieses erledigt habt, dann wird sich vermutlich ein Großteil des Spieles dann komplett in der Dark Zone, einfach in der Dark Zone stattfinden, weil die Kämpfe gegen andere Menschen, gegen andere Mitspieler, Gegenspieler fühlen sich natürlich einfach doppelt so schwierig, doppelt so dynamisch an. Dort ist es nochmal wesentlich wichtiger, ganz einfach taktisch vorzugehen. Aber auch schon hier beim Spiel gegen die KI ist es zwingend notwendig, eigentlich taktisch vorzugehen und beispielsweise sich abzusprechen, zu flankieren und solche Dinge. Was wir noch nicht zum Start gemacht hatten, war unsere Fähigkeiten auszurüsten. Das solltet ihr dann vielleicht machen, im Gegensatz zu uns, bevor ihr in den ersten Kampf zieht. Und so mussten wir zwischendurch mal das Ausrüsten der Fähigkeiten für den ein oder anderen Schusswechsel kurzzeitig unterbrechen. Da konntet ihr auch gerade schon ganz schön sehen, dass es für die erfolgreichen Schusswechsel dann auch ganz einfach Erfahrungspunkte gibt. Wenden wir uns aber jetzt mal den Fähigkeiten zu, die wir von Beginn an ausrüsten können, beziehungsweise die wir im Verlauf des Spieles ausrüsten werden. Grundsätzlich könnt ihr ganz oben sehen, es gibt halt Skills,
Talente und Perks und wir sind jetzt hier im Bereich der Skills und das ist halt eben in drei unterschiedliche Verläufe geteilt und zwar in Medical, in Tech und in Security. Wie der Name schon sagt, das ist ja auch eigentlich relativ eindeutig, legt der jeweilige Bereich fest, was ihr so machen könnt. Bei Security können wir hier zum Beispiel jetzt ein ballistisches Schild führen, das werde ich auswählen und das können wir dann einfach mit der RB-Taste am Pad auswählen, damit das Schild ganz einfach so vor uns gehalten wird. Ich habe das ausgesucht, ganz ehrlich gesagt, weil mich das dann sofort wieder an Rainbow Six Siege erinnert hat. Da lief jetzt nur ein Hund rum, da war nichts Schlimmes dran. Das ist, man kann die Hunde erschießen, aber sind wir mal ganz ehrlich, wer würde wirklich einen Hund erschießen wollen? So, dann sind wir einmal im Inventar. Da können wir sehen, wir tragen halt zwei große Waffen und eine kleine Waffe, wenn man so will. Also wir können hier zweierlei Sturmgewehre, Pumpguns, MP auswählen, sowas. Oder eine Classic M60 hier, die habe ich auch ganz gerne mal gespielt. Und dann gibt es dazu hinterher noch eine Pistole. Also insgesamt tragen wir ganz einfach drei Schusswaffen mit uns herum. Diese ganzen Schusswaffen lassen sich dann auch wieder individualisieren mit unterschiedlichem Equipment, was ihr teilweise bei erschossenen Gegnern findet. Und so lassen sich diese Waffen dann auch wirklich modifizieren. Das klappt natürlich bei einer großen Waffe ein bisschen besser als jetzt lediglich bei einer Pistole. Aber hier könnt ihr schon ganz einfach ganz schön sehen. Das sind Dinge, die ich bereits in meinem Inventar habe und die kann ich dann dementsprechend auch ausrüsten. Ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr ein großes Scope gefunden habt, das immer wieder zwischen den Waffen wechseln, dann wird das halt in dem Moment bei der anderen Waffe abgebaut. Hier könnt ihr eigentlich ganz schön sehen, im unteren Bereich sind halt dreierlei Dinge aufgeführt und im oberen Bereich sind zwei Dinge aufgeführt, wobei jetzt vielleicht, sag ich jetzt mal, ein Scharfschützenaufsatz bei einem MG auch nicht ganz so viel Sinn gemacht hätte, deshalb nehmen wir hier so ein Reflex Sight. Ganz interessant ist, wenn ihr zum Beispiel ein Scharfschützenvisier benutzt, also was unheimlich weit zoomt, dann wechselt das Spiel auch wirklich in die Ego-Perspektive über, das werden wir in Zukunft nochmal sehen, dann ist also nur noch das Fadenkreuz verfügbar. Die Ausrüstung, die ihr mit euch führt, die lässt sich hinterher immer wieder individualisieren, auch was ihr für Klamotten tragt zum Beispiel. Grundsätzlich geht es aber einfach darum, dass wir jetzt zum Beispiel da sehen, bei den Schutzwerten der Rüstung, also wenn so ein Handschuh beispielsweise einen Wert von 9 hat und ihr findet natürlich später einen Handschuh, was weiß ich, der 20 oder 50 hat oder was auch immer, dann rüstet ihr natürlich dementsprechend ganz einfach das bessere Equipment aus. Da ich wirklich heute Abend erst aus Schweden zurückgekommen bin und noch gar nicht so lange zu Hause bin, werde ich die ersten richtigen Schusswechsel erst ins nächste Video packen, was hoffentlich morgen Abend bereits erscheinen wird. Grundsätzlich nochmal, es ist eigentlich ein Vierer-Koop-Spiel mit einer Kampagne, die ihr auch komplett als Singleplayer spielen könnt. Ihr müsst dabei aber trotzdem immer online sein. Das Spiel will halt quasi always on sein, damit ihr jederzeit auf die Dark Zone zurückgreifen könnt. Die Dark Zone ist quasi ein Multiplayer-Element innerhalb des normalen Kampagnenspiels, in die ihr immer wieder gehen könnt. Und über diesen Dark Zone steht zum Beispiel auch sowas wie geeignet für Level 5 bis 10, so dass ihr auch wirklich eine Dark Zone betretet, wo dann auch dementsprechend Gegner von eurem Level, von eurem Können sind, so dass der Schwierigkeitsgrad immer angepasst ist. Der Schwierigkeitsgrad der einzelnen Missionen lässt sich auch immer im Spiel einstellen, also wenn ihr beispielsweise, warum gehen wir jetzt ja da nicht der Navi-Linie nach, habe ich gedacht, denke ich gerade immer noch. Wenn ihr beispielsweise im Spiel eine Mission annehmt, was wir in den weiteren Videos sehen werden, könnt ihr immer noch auswählen, ob ihr beispielsweise das Ganze auf Hard oder schwer spielen wollt. So, ich verabschiede mich jetzt erstmal aus dem Video. Ich hoffe, das hat euch einen ganz kleinen ersten Eindruck gebracht. Wie gesagt, Xbox One Gameplay. Weitere Details, mehr Infos in den nächsten Tagen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Gaming-Freunde. Und haut rein. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr noch Daumen hoch klicken. Danke dafür.